Hallo, wir sind hier heute bei unserem Digitalk. Mein Name ist Astrid und das ist mein Kollege Jan. Bei uns geht es heute um die Zukunft und die damit bevorstehenden Bundestagswahlen und die Wahlen des Abgeordnetenhauses, die beide am 26. September stattfinden. Und wir haben uns dafür 5 Kandidaten und Kandidatinnen herausgesucht von den verschiedenen Parteien, die wir hierher eingeladen haben. Und wir dürfen ganz herzlich Tamara Lüttke von der SPD hier begrüßen. Wir dürfen heute ganz herzlich hier willkommen heißen Frau Lian Grützmacher von den Linken und Herz Nanewitz, und zwar Dominik Nanewitz von den Grünen, Clara Schädlich. Inga Frohmann dürfen wir hier heute begrüßen von der CDU. Meine erste Frage direkt, mit der wir uns beschäftigt haben, ist, wie kann es Politik schaffen, für mehr Beteiligung zu sorgen? Es gibt jetzt schon ganz viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Und ich finde es super, dass es ganz viele, vor allem auch Nichtregierungsorganisationen gibt, an denen man sich beteiligen kann. Ich finde, man sollte auch wirklich versuchen, Verantwortung zu tragen und nicht nur von außen versuchen, die Politik zu beeinflussen, sondern selbst ein Teil davon zu werden. Und es geht in Berlin über die BVV zum Beispiel super auch auf kommunaler Ebene, um kleine Dinge schon zu bewegen. Ich finde, es gibt viele Wege, Menschen zu motivieren, sich zu engagieren, sich für Politik zu interessieren. Und ein Weg ist zum Beispiel, das Wahlalter auf 16 herabzusetzen. Ich denke, das ist ein wahnsinnig wichtiges Zeichen an junge Menschen, ihnen zu sagen, hey Leute, wir sind an eurer Meinung interessiert. Wir wollen wissen, was euch bewegt und wofür ihr steht und was ihr verändern wollt. Als jüngste Kandidatin fürs Abgeordnetenhaus ist mir vor allen Dingen Jugendbeteiligung ein großes Herzensanliegen. Ich glaube, da ist erstens eine Vorbildfunktion ganz wichtig. Also wenn es mehr junge Leute in der Politik gibt, dann sehen auch mehr junge Leute, ja, das ist was ich machen kann, da kann ich mich einbringen. Repräsentation ist eine Sache. Eine andere Sache sind beispielsweise Frauenförderung. Das ist bei den Grünen auch ein ganz großes Thema, damit das von den Geschlechtern her ausgeglichen ist. Und einfach auch die Beschäftigung mit Diversitätsthemen, damit sich alle mitgenommen fühlen. Ich glaube, das Erste und Wichtigste, was wir auf den Weg bringen müssen, ist das Wahlalter zu senken, weil die direkteste Beteiligung, die wir haben, ist, wählen gehen zu können. Der erste Weg in einer Demokratie, so wie wir sie aufgebaut haben, ist natürlich die Wahl. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht, gehen Sie zur Wahl, wählen Sie eine demokratische Partei. Das ist, sag ich mal, der erste Weg, sich einzubringen und sich zu beteiligen. Aber wir brauchen Bürgerbeteiligung an so vielen Orten. Da, wo sich die Leute wirklich am besten auskennen, da sollten wir sie auf jeden Fall mit einbringen. Aber natürlich haben wir auch in Berlin die Möglichkeit der Volksentscheide. Welche Perspektive können Sie da auch jungen Leuten geben, sich politisch zu engagieren? Die Jugendparteien sind da total der Schlüssel. Mhm. Ich kann genau aus meiner Erfahrung, aus meiner Partei erzählen, dass wir als Grüne Jugend immer total doll eingebunden werden, weil ich glaube, dass viele junge Leute vor allem momentan gar nicht auf dem Schirm haben, dass irgendwie Parteien oder Jugendparteien so ein Ding sind, also was man machen kann. Ich würde sagen, das haben die letzten 2-3 Jahre deutlich gezeigt, dass es da ein sehr, sehr großes Interesse der jungen Generation gibt. Ich würde sagen, auch ein größeres als bei vielen älteren Menschen. Und da sollten wir auch drauf eingehen und dann auch dafür sorgen, dass sich junge Menschen da auch mehr einbringen können. Ganz genau das Wahlrecht zum Beispiel, weil es im Moment auch so ist, dass der Anteil der Bevölkerung, der derzeit den größten Einfluss auf das Ergebnis der Wahlen hat, eben über 50 ist. Deswegen ist das meiner Meinung nach total wichtig, das auszugleichen, damit das einfach demokratischer auch wird und die Mehrheitsverhältnisse von den Wahlberechtigten ausgeglichener sind. Also es gibt zum Beispiel in Tempelhof-Schöneberg und in, ich glaube, fast allen Bezirken das Jugendparlament. Da kann man selber aktiv werden. Man kann dann eben Anträge über das Jugendparlament auch in die Bezirksverordnetenversammlung einbringen. Aber man kann eben auch selber sich politisch engagieren über die Parteien selber, weil die Parteien, Politiker sind nicht irgendwelche fremden Leute, sondern das kann jeder von uns sein. Auch da ist, glaube ich, die Antwort mitmachen. Mehr Perspektive der Jugendlichen können am besten Jugendliche reinbringen. Dafür streiten die Jugendorganisationen ja auch schon sehr, sehr lange. Ich habe eine ganz lange Juso-Sozialisierung, habe bei der SPD auch am Anfang noch nicht so sehr bei der Mutterpartei mitgemacht, sondern erstmal bei den Jusos. Also ich habe da einfach ganz viel über politische Theorie gelernt und zwar nicht so trocken und frontal wie in der Schule, sondern auch eben durchs eigene Mitmachen. Deshalb glaube ich, sind die Jugendparteien da ein ganz wichtiges Scharnier. Ja. Und damit wir gleich beim Thema Jugend bleiben, wie können wir für einen gerechteren Zugang zu Bildung sorgen jetzt in Bezug auf die Corona-Krise?
Also ich denke, das ist wichtig, dass es an den Schulen mehr Personal gibt. Dass also eine Lehrerin, ein Lehrer eine kleinere Klasse betreuen muss. Das war vor Corona schon ein Thema. Außerdem muss natürlich auch ganz unabhängig von der Pandemie das digitale Lernen ausgebaut werden. Das sagen die anderen Parteien auch, aber das ist einfach so. Da führt kein Weg dran vorbei, das Internet auszubauen, aber eben auch dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen in den Schulen mehr Geräte haben, um an diesem Online-Unterricht oder anderen Online-Programmen einfach teilnehmen zu können. Ja, die Bildungsgerechtigkeit, sag ich mal, war schon vorher ein Riesenproblem. Also für uns Liberale bedeutet Chancengerechtigkeit und das Fördern des Einzelnen, da fängt das in der Bildung an. Wir müssen da unbedingt hinkommen, dass wirklich der Bildungserfolg vom Elternhaus abgekoppelt ist, also dass jedes Kind die besten Bildungsmöglichkeiten hat. Und da hat Corona natürlich, weil du das so angesprochen hast, natürlich wie ein Brennglas gewirkt. Also da haben wir die ganzen Schwächen, die wir da haben, gesehen. Ich glaube, wir brauchen in dem Bereich Digitalisierung noch eine viel stärkere Einbringung in den Schulunterricht selber, auch an den Universitäten. Gibt es das inzwischen besser? Aber ich habe selber in Berlin studiert und es war wirklich schwierig oft. Ich habe auch die Möglichkeit gehabt, ins Ausland zu gehen und da ist es viel, viel einfacher gewesen. Da ist es vor allen Dingen notwendig, dass wir das nicht privatisieren und in die Haushalte auslagern, weil ich glaube, es ist gerade dann gerecht, wenn wir es eben in der Schule halten. Deshalb ist es von der SPD ein ganz zentrales Konzept, die Gesamtschule und die Ganztagsschule zu erhalten und auch auszubauen, weil ich glaube, dass gerade Jugendliche und Kinder, die eben aus strukturschwächeren Familien kommen, die eben nicht so ein festes Zuhause haben, wo es zu Hause auch mal wild ist, vielleicht auch viele Geschwister, wo die Eltern gar nicht so viel Aufmerksamkeit geben können, weil sie auch prekär arbeiten müssen etc. Ja. Da gibt es ganz viele Gründe für und das darf auf jeden Fall nicht zulasten der Kinder gehen. Und dann ist es eben der falsche Weg, dass man sich aus dem Bildungssystem rauskaufen könnte, sondern ich glaube, das muss zentral bleiben. Ich hoffe ganz stark, dass wir die Krise als Chance nutzen und irgendwie Ungleichheiten, die zwar vorher überhaupt nicht unsichtbar waren, aber jetzt einfach noch mal mehr im Fokus standen, ja, ausgleichen können und da unsere Energie jetzt nutzen und den politischen Willen aufbringen, um beispielsweise in Berlin ist Gemeinschaftsschulen ein großes Thema, das ist jetzt als Schulform verankert, aber wir wollen noch viel mehr Gemeinschaftsschulen bauen. Genau, das ist einfach ein großer Schritt in Richtung Chancengerechtigkeit, aber es gibt auch noch ganz viele andere Sachen außer langes gemeinsames Lernen, beispielsweise die Förderung von Mehrsprachigkeit an Schulen ist so ein Punkt oder dass wir uns mal das Benotungssystem kritisch angucken und schauen, ob es nicht differenziertere Rückmeldungen als Ziffernoten gibt. Wie kann denn die Berliner Politik der psychischen Belastung durch die Corona-Krise bei Jugendlichen begegnen? Puh, das ist tatsächlich eine schwere Frage. Digitalisierung ist nicht die einzige Antwort, kann ein bisschen was abfedern. Wir brauchen jetzt auch für die Kinder bis 12 sichere Teststrategien, damit die Kitas wieder öffnen können und auch geöffnet bleiben können und auch die Schulen geöffnet bleiben können. Ich glaube, es gibt nichts, was den Klassenraum ersetzt, was Soziales angeht. Ein wichtiger Punkt, finde ich, sind Jugendclubs. Und ich denke, dass es für Jugendliche einfach wichtig ist, rauszukommen aus der Wohnung, vor allem in Zeiten der Pubertät oder auch danach, sich mit den FreundInnen zu treffen und einfach draußen sein zu können. Also ich glaube, erstmal ist es total wichtig, dass wieder so ein bisschen mehr Alltag in unser Leben kommt. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir da Hilfe. Ich habe zum Beispiel bei uns in Friedenau mit mehreren Lehrern gesprochen. Und die wünschen sich einfach noch viel mehr Fachpersonal, gerade für diesen Bereich. Weil als normale Lehrkraft ist man damit auch ganz oft einfach überfordert. Also da muss es Zugang geben, aber auch wir brauchen viel mehr psychologische ausgebildete Kräfte. Also das ist auch eine Bildungsfrage an den Unis. Wie gerade schon beschreibt, das ist natürlich eine immense Belastung. Darum ist es wirklich der erste Weg, dass Schule stattfinden kann, also für mich. Und wir müssen da natürlich jetzt auch gucken, wie wir da Kinder, die jetzt irgendwie da psychische Schäden haben, und das sind ja in Studien ziemlich viel, was da passiert ist in diesen Jahren, weil Kinder brauchen Kinder, die müssen spielen, toben und sich brauchen. Und da müssen wir jetzt gucken, wie wir da auch mit Schulpädagogen, mit Sozialarbeitern in den Schulen daran arbeiten, dass diese Schwächen aus den letzten Jahren aufgearbeitet werden. Ja, also
zum Anfang der nächsten Legislaturperiode wird es total viel erstmal um Schadensbegrenzung gehen. Mir ist es ein ganz wichtiges Anliegen, dass es jetzt nicht so kommen darf, dass die ganzen Jugendlichen und Kinder, die sowieso schon durch die Pandemie super extra belastet waren, jetzt auch nochmal Doppelbelastungen dadurch haben, dass ein Druck entsteht. Genau, aber wichtig ist halt auch, dass wir unser System darauf auslegen, dass wir jetzt wissen, okay, es gibt Lernrückstände und das ist in Ordnung und es geht irgendwie darum, Kompetenzen zu vermitteln, nachhaltig. Und da setzen wir jetzt alles dran, das zu machen. Im Prinzip auch zu den Problemen im Bildungssystem habe ich noch eine andere Frage. Und zwar, wie kann der strukturelle Rassismus bekämpft werden im Bildungssystem? Struktureller Rassismus ist sehr komplex und es fängt mit kleinen Sachen teilweise schon an, mit diversen Schulbüchern zum Beispiel, in denen nicht alle Kinder blond sind und helle Augen haben, sondern eben auch Kinder zu sehen sind, die dunkle Haare haben, dunkle Augen haben und deren Eltern einen Migrationshintergrund haben zum Beispiel. Man muss das so ein bisschen erstmal auch in der Perspektive sehen. Schulmaterial muss, glaube ich, ohne Frage immer wieder abgedatet werden und auf den neuesten Stand kommen. Insgesamt hat sich aber auch unsere Gesellschaft geändert. Das, was für vielleicht unsere Großeltern noch selbstverständlich war, bestimmte Wörter zu benutzen, das ist heute einfach nicht mehr der Fall. Aber unsere Großeltern lernen auch. Die würden es heute gar nicht mehr so benutzen. Einige schon, aber viele lernen eben auch. Ja. Ich glaube, das muss man auch anerkennen. Man muss die Leute mitnehmen. Wir haben eingeführt einen Extremismusbeauftragten und auch eine Polizeibeauftragte hier in Berlin. Und das ist wichtig, dass sie auch für die Schulen ansprechbar sind, weil ich glaube, die bringen dann die nötige Expertise mit. Und da ist noch, glaube ich, viel Luft nach oben und ein verbesserter Austausch mit Extremismus und Polizeibeauftragten auch für die Schulen. Na, auch in Schulen und Kitas ist Rassismus natürlich wie überall in der Gesellschaft ein großes Thema. Und ich finde, man müsste erstmal damit anfangen, die Lernmittel, also Schulbücher und Arbeitsblätter und so weiter, die man bekommt, genau diskriminierungsfrei zu machen. Geht aber auch natürlich darum, Lehrkräfte zu sensibilisieren und das Thema auch einfach in der Schule zu thematisieren. Ja, für uns als Liberale ist jeder Mensch gleich. Also ich glaube, da ist bei uns die Überzeugung ganz klar, da zählt der Mensch und nicht, wo er herkommt, was er ist und was er macht. Und ich glaube, da müssen wir sehr, sehr viel in Bildung investieren, weil das ist für mich der erste Ansatz. Rassismus entsteht, finde ich, aus einer Art Ungebildetheit. Also für mich ist da der erste Ansatz Bildung, Bildung, Bildung und da weiter gucken. Und natürlich müssen wir auch, wenn strafrechtliche Sachen passieren, die auch konsequent verfolgen. Eine andere Frage, die auch ein bisschen in die Richtung geht, jetzt aber nicht mehr nur aufs Bildungssystem bezogen. Wie kann man allgemein vielleicht so diversen Meinungen, wie Sie die auch gerade beschrieben haben, Raum geben? Das ist nicht nur in der Schule und in Kitas ein Problem, sondern überall in der Gesellschaft. In der Verwaltung beispielsweise ist es auch so ein Thema. Auch da gibt es da noch ganz viel Luft nach oben. Ich glaube einfach, das ist ein Thema, ein Querschnittsthema, was immer mitgedacht gehört, wo ich glaube, genau, wir müssen als Gesellschaft uns weiterbilden und sensibilisieren und den Leuten einfach Raum und eine Stimme geben. Und also, was heißt eine Stimme geben? Die haben eine Stimme, wir müssen ihnen zuhören. Beispielsweise über Quoten oder so den Leuten den Raum geben, den sie verdienen. Egal, wo du herkommst, du bist ein Mensch, du bist hier willkommen bei uns. Und ich glaube, da geht viel, wie gesagt, über Bildung und über Vorbilder. Also ich bin großer Fan von Jugendaustauschprogrammen, weil ich selber auch daran teilgenommen habe. Und ich glaube, das muss auch gar nicht in die Ferne sein. Das kann einfach schon sein, wenn man mal aufs Land geht oder die Leute, die auf dem Land leben, mal nach Berlin kommen und da einfach mal 2 Wochen den Schulalltag miterleben. Ich glaube, dass das ganz, ganz viel bildet, wenn man einfach sieht, es gibt andere Lebensweisen. Also ich bin ganz klar für Repräsentanz zum Beispiel. Das fängt mit der Politik an, aber auch in der Verwaltung zum Beispiel. Wenn Menschen sehen, in allen möglichen Berufen gibt es Menschen, die aussehen wie sie selbst, dann wird das immer mehr normal und dann können andere Menschen auch irgendwann nicht mehr behaupten, deutsche Menschen müssten so und so aussehen. Das ist einfach eine dumme Aussage und wenn es mehr Repräsentanz gibt in allen möglichen Berufen,
dann kommen wir dem Ziel auf jeden Fall viele Schritte näher, bin ich der Meinung. Es gibt in Berlin viele antirassistische Projekte. Es gibt viele Vereine, Initiativen, die tolle, antidiskriminierende, antirassistische Arbeit machen. Und die müssen auch in den kommenden Jahren weiterhin finanziell gefördert werden. Und damit Menschen zum Beispiel von dem Antidiskriminierungsgesetz, was es ja seit kurzem gibt in Berlin, damit sie davon auch einfach wissen, und wissen, welche Rechte sie haben und welche rechtlichen Schritte sie in die Wege leiten können, wenn sie Rassismus, Diskriminierung erfahren haben. Ich glaube, dazu müssen sich weniger diverse Leute zurücknehmen und Platz machen. Das ist oft schwer zu erklären, weil es auf den ersten Blick vielleicht ungerecht wirkt, wenn wir zu viel über Quoten oder zu viel eben über Repräsentanz sprechen. Aber es geht halt nicht anders. Da wir vorher ja schon quasi über den Raum geredet haben, würde ich gleich zum Wohnraum weitergehen. Nämlich, wie kann eben der Wohnraum gerecht verteilt werden, jetzt unabhängig von den sozialen und kulturellen Hintergründen? Also wir haben, glaube ich, viel zu wenig Wohnraum in Berlin. Da sind wir uns wahrscheinlich alle drüber einig. Und auf der einen Seite ist es wichtig, dass wir Wohnraum schaffen und dass wir auch Wohnraum besser verteilen. Die CDU hat da verschiedene Programmpunkte sich überlegt, wie wir das machen wollen. Also es soll zum Beispiel ein Bündnis für bezahlbares Wohnen geben. Das gibt es in ähnlicher Form schon in Hamburg, also einer Großstadt, die auch Wohnungsprobleme hat. Und das läuft da schon seit einigen Jahren und auch sehr positiv. Wir müssen natürlich bauen, vor allen Dingen in die Höhe, genau, weil einfach der Platz in Berlin begrenzt ist. Aber es geht auch ganz viel darum, beispielsweise zu gucken, wo gibt es denn Wohnungsleerstand und genau, wo kann man sinnvoll bauen, aber halt auch einfach die Mieten senken und unten lassen, sodass sich alle Menschen leisten können, irgendwo zu wohnen, weil Wohnen ist ein Grundrecht und genau, das sollte außer Frage stehen. Ja, ich denke, Bauen ist ein ganz wichtiges Thema und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, bei bestehenden Wohnungen den Milieuschutz auszuweiten. Außerdem gibt es jetzt auch von unserer Sozialsenatorin Elke Breitenbach das Programm Obdachlosigkeit ganz stark zu bekämpfen. Und dabei sollen zum Beispiel 10% der mehr als 20.000 Wohnungen, die in den letzten 5 Jahren gebaut wurden, für Obdachlose zurückgehalten werden. Ja, also das Wohnraumproblem ist ja eins, was sich durch, sag ich mal, alle kulturellen Zonen in Berlin zählt. Ich glaube, würde ich jetzt nicht als kulturellen Aspekt sehen, sondern das ist ein gesamtstädtisches Problem, was wir da haben. Einfach, da wir viel, viel, viel mehr Nachfrage als Angebot haben. Und da hilft es dann auch nicht, das bestehende Angebot irgendwie in andere Hände zu geben oder jetzt für Unsummen zu verstaatlichen, sondern da hilft nur, das Angebot zu erhöhen, die Hürden absenken, dass wir da auch bei Dachgeschossausbau die Stadt nicht an die Feuerwehrdrehleitern anpassen, sondern die Drehleitern an die Stadt und dafür sorgen, dass wir viel, viel mehr Wohnraum schaffen. Und dann wird es sich auch dafür geben, dass auch wieder jeder, der in dieser Stadt wohnen möchte, auch eine Wohnung findet und nicht mit 100 Leuten in der Schlange steht. Puh, also ich glaube, auch da ist Beteiligung das beste Mittel, ne? Also wir haben ja Bürgerbeteiligung bei Bauvorhaben ist ein großes Thema, das oft sehr, sehr kompliziert ist. All diese Verfahren sind sehr kompliziert, sehr fachlich und da ist es immer schwer, einen Ausgleich zu finden. Aber ich glaube, da müssen wir einfach investieren, damit Bürgerinnen und Bürger abgeholt werden, was für ihre Haustür passiert und damit sie dort eben mitbestimmen können, auch bei den Bauvorhaben, die passieren, weil viele wundern sich erstmal, was gerade eben so gebaut wird. Ich glaube, gerade in der Innenstadt, wir müssen nachverdichten. Wir brauchen einfach den Raum. Wir müssen wahrscheinlich auch noch mal hier und da aufstocken. Und klar, das sorgt nicht immer überall für Begeisterung. Aber es kann auch nicht angehen, dass einfach junge Familien nur noch im Außenbereich irgendwas für sich finden. Das muss eben gerecht verteilt sein, auch im Innenraum. Kurz zusammenfassend zu dem Thema, wie sieht für euch eben eine Zukunft mit bezahlbaren Wohnen jetzt genau aus? Also es soll weiterhin gebaut werden. Gleichzeitig unterstützen wir ja das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen, wo einfach großen Wohnungsunternehmen in Berlin Bestände abgekauft werden sollen, damit sie eben nicht weiter mit diesen Wohnungen spekulieren und die Mietpreise unendlich in die Höhe treiben können. Angebot schaffen wir nur, wenn wir alle Akteure in diese Stadt holen, viel, viel, viel Geld von allen Stellen investieren im Wohnraum und viel, viel, viel mehr Wohnraum schaffen in dieser Stadt. Also wir möchten zum Beispiel, dass es gerade auch für mittlere Einkommen einen Mieterzuschuss gibt, dass man eben auch mit einem mittleren oder geringen Einkommen
in der Stadt wohnen kann und nicht zum Beispiel an den Rand gedrängt wird. Bauen wird letztendlich den maßgeblichsten Anteil daran tragen, dass wir eine Entspannung auf dem Wohnmarkt bekommen können. Aber es reicht alleine nicht. Das heißt, wir müssen auch den Vorkauf stärken. Ich glaube, die Milieuschutzgebiete ausbauen, um das Vorkaufsrecht zu stärken. Müssen uns die Zweckentfremdung noch mal genauer angucken, damit wir auch Leerstand effizienter bekämpfen können. Leerstandsregister wäre da eine Möglichkeit. Und jetzt, ich glaube, heute kam die Nachricht, dass Berlin ja auch in den Bundesrat die Initiative zu einem bundesweiten oder beziehungsweise zur bundesweiten Möglichkeit von Mietendeckeln eingebracht hat. Das heißt, das Deckeln ist noch nicht vom Tisch. Wenn es Wohnraum gibt und der bezahlbar ist und alle Menschen irgendwie genau sicher sind, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, löst das auch schon ganz viele andere Probleme. Genau, insgesamt auf dem Weg zu einer gerechten Stadt ist Wohnen einfach ein zentrales Thema. Apropos Wohnungen und Platz, wo man sich zu Hause fühlen kann. Viele haben jetzt auch durch Klima-Event oder Klimakatastrophen ihren Lebensraum verloren. Und das kann ja auch hier in Berlin passieren. Und wie kann sich das Land Berlin vielleicht auf eine Klimakatastrophe vorbereiten? Ja, wir haben ja das große Glück, sage ich mal, dass uns Überschwemmungen aufgrund der Gegebenheiten in Brandenburg jetzt nicht so sehr treffen. Das ist schon mal ein großer Vorteil gegen andere Regionen. Wir haben da eher, glaube ich, mit Wassermangel vielleicht in weiterer Zukunft zu tun, wo wir daran arbeiten müssen, dass wir da auch das Regenwasser effektiver nutzen, um ins Große zu gehen. Die Klimakatastrophe ist für uns ein großes Problem. Wir sagen, wir haben festes CO2-Budget und wenn das alle ist, dann gibt es halt nichts mehr. Also wir haben Zertifikatehandel auf erstmal deutschlandweit gefordert, aber am liebsten europäisch. Dass für alles CO2, wo Klimagase ausgestoßen werden, Zertifikate benötigt werden. Und dann wird da eingespart, wo es am kostengünstigsten ist. Auch da ist erstmal Stadtplanung ein total wichtiges Thema. Also wir brauchen Stadtgrün auch, weil es immer wärmer wird und weil sich, genau, wenn kein Schatten da ist, der Asphalt noch viel stärker aufhitzt. Genau, wir brauchen Häuser, die gut isoliert sind, die fit sind für die Auswirkungen der Klimakrise, die wir halt genau zwangsläufig noch stärker zu spüren bekommen werden als jetzt. Genau, es geht aber auch darum, die Stadtgesellschaft mitzunehmen, weil Klimaschutz bedeutet Veränderung und da müssen die Menschen gerne mitmachen wollen und darauf vorbereitet sein und wissen, warum sie das tun. Und deswegen wollen wir Grüne beispielsweise KlimabürgerInnenräte in Berlin, wo gelost wird, welche Menschen dabei sind, sodass auch da möglichst viel Diversität ist und genau, wo dann einfach Entscheidungen getroffen werden und diskutiert wird, was kann man gegen die Klimakrise oder gegen diese Auswirkungen machen, was ist an Klimaschutz sinnvoll in der Stadt. Genau, und auch da ist wieder Mobilität und Netzausbau und so weiter ein großes Thema. Und natürlich auch, was ich beim Bauen noch vergessen habe zu sagen, so Sachen wie Fassadenbegrünungen und der ganze Energiesektor. Also in Berlin gibt es so viele Dächer, die noch glitzern könnten mit Solar, was momentan noch nicht tun. Genau, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Also ich hoffe natürlich, dass diese Katastrophe nicht kommt und denke, die Politik muss wirklich alle möglichen Schritte gehen, um das zu verhindern. Und ein Ziel, was die Linke hat, ist, den ÖPNV, also den öffentlichen Personennahverkehr, kostenlos zu machen. Das ist unglaublich wichtig, dass er kostenlos ist und dass die Taktfrequenz von Bussen, Bahnen erhöht wird. Denn erst wenn ja, der öffentliche Nahverkehr attraktiv genug ist für die Menschen, verzichten sie auf ihr Auto. Und damit weniger Umweltverschmutzung. Katastrophenschutz ist immer so ein vernachlässigtes Thema, weil das Problem ist, man braucht es immer erst, wenn eine Katastrophe kommt und deshalb läuft man da immer in die Gefahr, dass dort in Haushalten gespart wird, solange die Krise nicht da ist. Aber das sollte nochmal auf jeden Fall auf den Prüfstand gestellt werden, sind unsere Katastrophenschutzkonzepte aktuell. Das ist auch eine Aufgabe, die wir gemeinsam mit den Bezirken lösen müssen, weil die letztendlich alles am besten kennen und ihre Katastrophenschutzbeauftragten haben. Wichtig für Berlin ist, glaube ich, das Konzept Schwammstadt, ne? Dass man auch wirklich die Versickerungsräume schafft, dass wir entsiegeln, die Flächen entsiegeln, damit gerade solche Wassermengen bei uns dann auch ablaufen können. Wir haben jetzt schon regelmäßig Probleme mit der Kanalisation. Das werden viele Modernisierungsarbeiten auf uns zukommen, auf jeden Fall. Also vorbereiten auf eine Klimakatastrophe, ja. Katastrophenschutz. Aber natürlich gibt es da noch ganz viel darüber hinaus. Mhm. Zum Beispiel habe ich auch 4 Jahre hier in Friedrichshain gewohnt und mir ist aufgefallen,
wenn hier mal 30 Grad sind, dann zerfließt man, also es kocht. Und das liegt auch daran, weil Friedrichshain nicht besonders grün ist. Ich wohne jetzt in meinem Wahlkreis in Friedenau, da ist es traditionell Teil der Wohnbebauung, dass jedes Haus einen Vorgarten haben muss. Dadurch ist die ganze Stadt viel grüner, obwohl wir der am dichtesten besiedelste Ortsteil von Berlin sind. Aber das Klima ist komplett anders und es ist auch viel angenehmer zu wohnen. Und wir haben ganz viel Tierwelt, was man in Berlin gar nicht so meinen mag. Ich glaube eben, wir haben schon eine ganze Menge versiegelter Flächen und da müssen wir aufpassen, dass wir die nicht noch mehr versiegeln, sondern eher noch wieder entsiegeln, heißt das so. Und lieber die Flächen, die wir haben, ordentlich nutzen. Zum Beispiel gibt es bei mir im Wahlkreis das konkrete Problem, da soll eine Kleingartenkolonie soll aufgegeben werden und dann soll da eine Schule gebaut werden. Also soziale Infrastruktur und wir alle brauchen Schulen. Also es ist total wichtig, beides ist total wichtig. Und dann stellt sich eben für die Politik die Frage, wie können wir das jetzt nutzen? Das ist halt so ein ganz konkretes Problem. Und ich bin zum Beispiel dafür, und die CDU insgesamt möchte die Kleingartenanlagen schützen, weil sie das eben als wichtigen Lebensraum empfindet. Und dafür lieber jetzt schon versiegelte Flächen für den Schulbau nutzen. Und das ist möglich. Ja, und das ist ein bisschen Geld, aber ich finde, das muss es uns wert sein. Wie können wir Verantwortung übernehmen für die Klimakrise? Ja, also wenn man sich den CO2-Ausstoß von Deutschland anguckt, werden wir das Klima nicht retten. Aber wir können ein gutes Vorbild sein für andere Länder, wie der Weg sein kann, aus der Klimakrise zu kommen und in einen CO2-neutralen Stil zu kommen. Und das werden wir nicht schaffen, indem wir keine Wirtschaft mehr haben, weil dann wird uns keiner folgen auf dieser Welt. Sondern wir brauchen da ein Modell, was Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz in Einklang bringt. Also wir haben vor, Verantwortung zu übernehmen und in Berlin bis 2045 klimaneutral leben und arbeiten zu können. Also ich glaube, es geht immer viel darum, als gutes Beispiel voranzugehen. Wenn wir zeigen, okay, wir haben auf jedem Dach Solar, unsere Häuser sind gut saniert, wir haben irgendwie viele Bäume in den Straßen, grüne Fassaden und so weiter, dann genau, hoffentlich steckt das an. Ich meine, das ist ja auch die Hoffnung, wenn wir sagen, in Deutschland machen wir ganz viel Klimaschutz und wir werden hier klimaneutral, dann sagen viele Leute oft immer, oh, aber dann, weiß nicht, macht China doch noch nicht mit, nur weil wir das machen, warum sollten wir dann? Genau, da geht es einfach um irgendwie Vorbild sein, um Maßnahmen ergreifen, auch wenn man genau eigentlich noch Unterstützung braucht. Und so ist es natürlich auch aus Berlin-Sicht. Wir müssen hier so viel tun, wie es irgendwie geht. Und es geht noch ganz viel, damit andere mitziehen und sehen, dass es gar nicht so schwer und vor allen Dingen ganz doll notwendig ist. Wir möchten ja, dass das Land Berlin langfristig auch klimaneutral bleibt. Ja. Wird. Und wir stellen uns ganz verschiedene konkrete Programme vor, wie auch zum Beispiel die Förderung von Solarflächen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass auch das Land eine Vorreiterrolle übernimmt, um eben auch Privatpersonen Anreize zu schaffen und sagt, ja, das möchte ich auch. Und da brauchen wir Förderprogramme und vor allem leicht zugängliche Förderprogramme, wie ich es gelernt habe. Indem zum Beispiel die BVG, die S-Bahn in Berlin, kostenfrei wird. Die Linke ist auch gegen den Ausbau der A100. Ja. Und wenn wir zurück zum Bauen gehen, ist Klimasanierung ein wichtiger Punkt. Oder eben auch die nachträgliche Begrünung von Dächern. Das heißt, Häuser, die schon gebaut sind, die schon fertig sind, können einfach nachträglich begrünt werden. Das ist kein großer Aufwand. Und dadurch erwärmen die sich natürlich viel weniger und die Dächer können Sauerstoff produzieren. Ganz abschließend noch eine Frage, nämlich in drei Worten. Wie stellst du dir das Berlin der Zukunft vor? Berlin als Metropole der Zukunft? Offen, bunt und grün. Wenn ich jetzt sage klimaneutral und sozial gerecht, das sind wahrscheinlich schon drei Worte. Ja, deswegen bleibe ich mal dabei. Frei, lebenswert und bildungsgerecht. Berlin bleibt bunt. Dankeschön für das Interview. Gerne, hat Spaß gemacht. Okay. Vielen Dank für die Einladung. Danke für die Einladung. Danke euch. Danke auch.